Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Pferde Ranch. Und wir haben neuen tierischen Zugang bekommen. Zuwachs, wie man das so schön sagt. Ja, wir haben zwei Zwergschafe und zwei Zwergziegen. Ja. Und ich habe hier oben in der Etage habe ich noch ein Zimmer mit einem Bett hingestellt, falls ich auf die Idee komme, noch den Orange hier einziehen zu lassen, damit er uns ein bisschen unterstützen könnte, wenn er wollte. Also ich mache das wieder perfekt, ne? Ich meine, wieder so viel zu tun. Das hatte ich mit dem Andy dann auch irgendwann mit der Kuh. Da mussten es noch Hühner sein. Das werde ich hier erst gar nicht mehr anfangen. Kuh, Lama und Hühner. Das war auch sehr viel Arbeit. Und dann noch mit den ganzen Sims. Die waren ja dann auch irgendwann zu dritt und dann... Ach, guck mal. Hi. Na, du? Hast du mitgekriegt, dass wir dich hier einziehen lassen wollten, vielleicht? Aber richtig süß, bist du nicht schon satt? Nee, ne? Du kannst, da geht noch was rein, ne? Aber richtig cool. Der fühlt sich ja auch schon quasi zu Hause. Und du gehst jetzt wahrscheinlich wieder an meinen Computer, ne? Ja, natürlich. Wahrscheinlich Sims spielen. Aber kann ich auch verstehen. Ich spiele auch gerne Sims. Auch wenn sie es manchmal nicht so anhören sollte. Aber manchmal kommt es halt einfach so vor, dass man halt... Vor allen Dingen, wenn die einfach stehen bleiben und nichts tun. Wir haben so viel in der Warteschlange und es wird davon nichts irgendwie durchgeführt. Und dann stehen die da und gucken sich an und ja, leben so gechillt in den Tag hinein. Was man mit denen nicht alles machen muss. Also ich meine, dass die da das aufgewertet bekommen. Und du möchtest wahrscheinlich auch ein bisschen... gekrault werden, ne? Aber ich werde mich jetzt erstmal mit ihm nochmal beschäftigen. Du bist noch am Schlafen. Deswegen so ein dritter Sim, der sich da dann auch noch drum kümmert, wäre natürlich nicht schlecht, ne? Aber je mehr Sims ich dann habe, umso mehr Arbeit ist das dann schon wieder. Wobei, der kann ja eigentlich nebenbei. Also als Bewohner, ich weiß, das geht auch. Habe ich aber immer die Angst, dass die verhungern, was ja schon mal stattgefunden hat. Ich meine, man muss ja schon bei den Übernachtungsbesuchen aufpassen, da ist der Havea ja einmal abgekackt im Szenario. Ich finde die so knuffig. Ja, ich weiß. Du willst eigentlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Kriegst du... Was ist denn los? Dich könnte man eigentlich auch mit der Flasche nochmal füttern. Bist du etwa jetzt wieder verängstigt? Nee, ne? Ja, komm. Geh durch den Kackhaufen. Also ich bin wirklich froh, wenn die größer werden. Es sind nur noch 17 Tage. Was heißt nur noch 17? Das ist auch schon eine gewisse Zeit, die das dann noch, wo wir Zeit haben, die richtig aufzuwerten. Und dann ist die Frage, will ich tatsächlich so viele Ziegen haben. Nein, geh nicht. Geh nicht. Will ich doch noch fragen. Ja, komm, wir lassen jetzt einziehen. Ich habe sowieso gesehen, der hat eh kein Zuhause. Also,
bieten wir ihm doch ein Zuhause und dann kann er sich mit uns, also uns Sowieso. anschließen, zu helfen. Wie geil. Urzap? Ah, Suna Nibnab. Wir machen so eine an ganz andere Art von Familie. Es ist so geil. Kann ich? Oder ist es jetzt kaputt? Upsala. Darfst du nicht mit? Ja, doch. Soll ich noch ein bisschen warten? Also irgendwie will er nicht. Ich kann aber auch nicht abbrechen. Oh je. Oh mein Gott, was habe ich getan? War es doch keine gute Idee, den einziehen zu lassen. Eigentlich schon, ne? Okay, ich habe noch eine Sache gefunden, die mich nervt. Entweder passiert hier jetzt noch was oder es passiert nichts. Aber warum kann ich es dann nicht schließen, weißt? Ich kann es auch nicht rückgängig machen. Was soll denn das jetzt? Muss ich das Spiel jetzt tatsächlich abstürzen lassen? Dann ist doch schon wieder alles für den Arsch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da hier noch irgendwas passiert. Ich habe jetzt dreimal irgendwie auf den Haken geklickt. Okay, ich muss das doch mal, glaube ich, beenden. Keine Ahnung. Ach so, jetzt? Nee, ich will es ohne zu speichern. Vielleicht ist das ein Bug oder so, keine Ahnung. Aber lässt sich ja auch alles wieder dingsen. Ist ja, glaube ich, gar nicht so viel. Wir haben ja jetzt gerade mal 8 Minuten von der Folge geschafft. Von daher, da ist ja noch nicht ganz so viel passiert. Außer, dass ich mir überlegt habe, dass wir, dass wir den Orange da einziehen lassen. So, Spiel laden und bitte das hier genau. Genau das habe ich gemeint, diesen Spielstand. Talalalalala. So. Okay, soll ich das gleich vielleicht noch ändern? Wer ist denn? Die brauchen wir doch alle nicht. Ungespielte, nicht in Welt. Und der ist doch, glaube ich, wo kommt der eigentlich her? Wie heißt dieses Kaff? Warum? Ach, der ist ja überhaupt gar nicht in der Welt. Da müsste er ja eigentlich jetzt hier irgendwo sein. Oder ich mach's halt erst später. Wobei ich es eigentlich ungern jetzt über die bitte zieh doch bei uns ein. So, da bitte schön einziehen. Gut. Ja. Das habe ich gemeint. Das ist ja auch interessant. Ich habe einen Anruf von einer versteckten Nummer. Nummer unbekannt. Nee, danke.
Die brauche ich nicht. Da brauche ich nicht rangehen. Gut. Und dann überlege ich mir, ob ich das bei den Zwergschafen und der Zwergziege. Ich wollte ja jeweils nur eins haben. Muss aber auch immer übertreiben. So. Wen nehmen wir denn da am besten? Nicola. Vielleicht die Rita, dass wir die behalten? Und ich hoffe, dass du hier noch irgendwie rauskommst. Die Mary ist ja, glaube ich, ein Schaf. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Also du kommst jetzt einfach mal hier hin. Der Rest, der schläft. Oder zumindest glaube ich das. Vielleicht gehst du jetzt einfach auch am besten schlafen. Dann bist du auch ausgeschlafen. Du bist ja... Du kannst ruhig hier reingehen. So, die Nicola werden wir mal eintauschen gegen Zutaten und Erzeugnisse. Ja, warum nicht? Ja. So. Die Lieferung ist unterwegs. So, entweder nehme ich einen und am nächsten Tag können wir ja mit den anderen mal gucken, was wir da machen wollen. So, da... Nein. Da brauchen wir doch gar keine Monster. Denkst du, du legst dich jetzt auch mal hier hin. Und wird jetzt mal geschlafen. So, was können wir denn... Du willst Vampir werden, oder hast du nicht mal. Nee, was können wir denn mit dir mal machen? Was passt denn zu dir? Vielleicht was mit Tieren, Tierfreund? Aber dann gehen die einfach von Tieren und ich meine Hunde und Katzen aus. Was hast du denn eigentlich so für Merkmale? Pferdeliebhaber, schneller Lerner, Einzelgänger. Wenn sie alleine sind, erhalten keine negativen Stimmungen, wenn ihr Sozialbedürfnis auf einen niedrigen Stand ist und reagieren häufiger beschämt auf soziale Zurückweisung. Ein Geek ist er auch. Was könnten wir mit dir denn so nebenbei? Weißt, so viel will ich mir ja auch da jetzt nicht schon wieder aufladen. Ein Vampir wirst du nicht. Kannst du vergessen. Ja, genau, er wird auch Hexer, genau. Nee, Nerdhirn, das wäre natürlich 3. Ja, dafür brauche ich einen Schreinertisch. Warum sollte ich denn... Nö. Ein Computerfreak vielleicht, ja? Das wäre natürlich eine Idee, ne? Da müssen wir wieder Technik-Guru. Ach, das ist das, was ich ein Zusammenwachsen hatte. Oder noch haben werde. Also mit der Oma, die programmieren will. Ich weiß nicht, was ich mit ihr machen soll. Muss ich denn überhaupt mit allen Sims irgendwas treiben? Nee, oder? Bei Tieren sind sowieso nur das. Und ein Staatsfeind wirst du nicht. Vermögen, Essen. Wir haben also im Prinzip ja auch schon alles im Prinzip durch, ne? Freiberuflicher Botaniker.
Moment, habe ich nichts anderes. Aber den Vampir, den nehme ich dir raus. Oh, wirst du nicht haben. Echt schlimm, die Sachen, dass man sich nicht entscheiden kann. Weil hier müssen wir halt eine Rakete kaufen. Gut, das Ding ist ja auch noch. Ist ja erst später. Außerdem haben wir ja ein großes Grundstück, dass wir hier noch irgendwo eine Rakete abstellen könnten. So, dann spule ich mal ein bisschen vor, damit wir hier auch vorankommen und dann mal schauen. Du hast keinen Job und du hast auch keinen Job. So, irgendjemand ist wach geworden. Der Orange ist wach geworden. Willst du vielleicht mal was frühstücken gehen? Ja, willst du das denn nicht auch essen? Also es gibt, also echt interessant, ne? Das packen wir mal da rein. Bis wir den Granatapfel pflanzen können, dauert es ja noch. Ich muss übrigens auch mal gucken, wie weit er hier gereift ist. Leicht gereift. Leicht gereift, noch nicht gereift, noch nicht gereift. Moderat gereift. Was bedeutet das denn? Objekt im Stapel. Ach, das ist. Ich bin so gut. Du bist nur leicht gereift. Also auch mal gucken, wann wir die Sachen verkaufen können. So, du stehst jetzt auch mal auf. Dann kannst du dich mal frisch machen und dann kannst du Reste nehmen. So, du bist auch Pferdeliebhaber. Dann kannst du ja schon mal sauber machen. Brauchen wir für ihn auch noch ein Pferd, wenn das. Ach, vielleicht sollte ich erstmal abwarten. Ne? Wo ist denn eigentlich Eldorado? Hier drüben. Wie wäre es, wenn du mal wieder nach Hause kommst? Und die Scheiße, die lassen wir mal da drüben stehen. Na, ist vielleicht besser, wenn wir das da hier vorne noch zumachen, ne? Dass die da nicht einfach abhauen. Oh, was ist denn los? Aufmuntern. Beruhigen, Witz erzählen. Oh, Jinsibakuru. Lipitau. Er kriegt natürlich auch noch irgendwann sein Cowboy-Outfit. So wie die anderen beiden. So, wie geht's dir denn? Alles ausgezeichnet. Dann werde ich dir mal das Fell bürsten. Vielleicht kriegt er da eine Stute. Ja, ich habe doch gesagt, du sollst dich doch noch weiter unterhalten. Oder habe ich das nicht gesagt? Pferdepflege. Oh, mein Gott, bis ich das hier alles mal durch habe. So, Erdbeeren. Müssen hier uns ja mal ranhalten. Willst du mitmachen? Können die mitmachen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nur, wenn die dann schon so weit aufgelevelt sind. Ach so, komm.
Was ist? Videospiele, ja. Was ist denn mit dir? Es ist scheußlich. Ja, musst du mit dich mit abfinden. Ach, guck mal, er macht direkt sauber. Dankeschön. Dass wenigstens einer vielleicht mal sein Zeugs wegräumt. Ui. Da ist jemand auch ein bisschen nervös, beunruhigt oder panisch, verängstigt, danke. Was macht ihr denn? Hier bitte. So, dann kannst du noch ein bisschen Erdbeer-Dings machen. Ist ja heute auch frisch gewaschen. Was ist los? Hygiene, ja, da müssen wir mal dringend das Fell bürsten. So, dann gucke ich mal bei den unseren Schäfchen vorbei. Peter wollte ich ja behalten. Und Mary, glaube ich. Wobei, da wollte ich ja erstmal gucken. 22. Und du machst halt 60. Das heißt, die könnten wir eigentlich wieder einsortieren. So. Post holen. Ihr seid auch echt bekloppt. Hat das jetzt geklappt? Du bist hier. Mary herbeirufen. Oh Gott. Kannst du mal hier runterkommen? So, und jetzt bitte. Du bist da hinten reingekommen, also kommst du auch hier. Keine Chance, ne? Warte, nein, 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 nein. Und jetzt will ich wissen. Ja. Wir haben jetzt zwei Tomaten gekriegt und Mehl. So, die sind jetzt alle drin. Abschließen. Abschließen für alle. Alle. Dann bleiben die hier drin. Was mir da nicht so gefällt, ist, dass die immer hinten dran laufen. Da hätte ich das vielleicht ein bisschen breiter oder zumachen sollen, vor allen Dingen. Ach du Scheiße. Könntest du noch mal hier hinkommen? Alter, dass sie auch nett hören. Oder das mal von alleine machen. So, komm mal bitte hier raus. So, jetzt mache ich mal eine Sache, weil das stört mich. Da mache ich zu und da mache ich zu. Die kommen da nicht mehr hinten dran. Das geht mir auf den Sack. Entweder ihr schlaft hier drin, aber nicht mehr draußen. Und schon gar nicht hinter dem komischen Gedöns. So. Und jetzt möchte ich gerne Vita putzen. Und dann werden wir dich mit der Flasche füttern. Und dann über die Kinder von heute reden. Ich weiß zwar nicht, ob das gut ankommt, aber
Wir können es ja zumindest mal probieren. Ach Gottchen, das sieht ja so knuffig aus. So, ich glaube, das ist soweit in Ordnung. Zufriedenheit glücklich, Hygiene sauber, Hunger satt, zufrieden. Weil sonst sind die nämlich auch stinkig. Wenn man mit denen nichts nach Milchqualität fragt. Ach Gottchen. Alter, echt voll den. Über Pinguine redet ihr? Oh. Richtig knuffig. So, zufrieden. Wo ist denn unsere Blue? Das werden wir doch auch mal nachprüfen. Ja, du bist auch schmutzig. Dann werden wir dich erstmal füttern und dann wahrscheinlich dingsen. Und dann werden wir mit uns... Ja, ich rede so viel, dass ich nicht hinterherkomme. Wir wollen ja, dass sie auch zufrieden ist. Und ich glaube, zwei Tiere von der Sorte reichen auch erstmal. Ich meine, wir haben ja auch noch Pferde. Das, ja. Oh Gott, was ist jetzt? Was ist bei dir? Witz mit einem langen Ziegenbart. Kuschelziege. Zickentratsch. Okay. Ich weiß zwar nicht, was das jetzt sollte, was ist mit dir? Zufrieden, satt. So. So, ich glaube, das war's dann erstmal. Dann kannst du dich hier um die Lieben und um den Eldorado kümmern. Du bist glücklich. Sehr schön, dass du glücklich bist. Dann kannst du dich ja mit dem Colorado beschäftigen. Werden die eigentlich auch älter? Nö. Ja, unbedingt, dass er auch aufsteigt. Ach, du bist arbeiten. Aber ich bin froh, dass wir tatsächlich noch zwei andere Sims haben, die sich dann währenddessen noch um die Pferde kümmern können und so. Er ist ja sowieso ein Pferdeliebhaber. So. Gucke ich bei dir nochmal. Und dann bis zur nächsten Folge, denke ich mal, werden wir den Orange auch umgezogen haben. Das wird, denke ich, kein Problem werden. So. Ja, ich weiß, sie wollen bestimmt auch mal was anderes machen. Da. Vielleicht liegt es an dem Charakter. Okay, er ist auch dafür, dass man sich immer bei anderen durchsetzt.
So, wie geht's euch da drin? Eigentlich zufrieden, ne? Chima, with us yet. Waxa. Oh, ich weiß, das ist zwar jetzt hier, keine Ahnung, jemand, der kümmert sich um das eine Pferd. Da finde ich gut. Auf jeden Fall, was geplant ist, ist, dass ich ihm, also so an sich würde ich das Hemd lassen, aber ich würde an den Socken und den Schuhen wahrscheinlich dann was ändern. Und er kriegt dann auf jeden Fall einen Cowboy-Hut auf. Und ja, ich mache hier wieder einen Cut. Irgendwie ist das jetzt wieder richtig... ja, von der Zeit her so geflogen. Also zumindest kam es mir so vor. Und ja, für heute ist erstmal Schluss. Nächste Woche geht es auf jeden Fall hier an der Stelle weiter. Und ja, bis dahin, habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund und tschüss.